Auftragkampfeinsatz. Soldaten der Luftlandebrigade 31 trainieren jedes Szenario. Sie gehören immer mit zu den Ersten, wenn es um weltweite Kriseneinsätze geht, die Fallschirmjäger. Kein Gelände ist ihnen zu schwierig, keine Anstrengung zu groß und kein Wetter zu schlecht, um den Auftrag zu erfüllen. Ihre schweren Waffen sind eher Kleingerät. Sie müssen in Hubschrauber und Flugzeuge passen, damit sie zusammen mit den Luftlandekräften überall abgesetzt werden können. Die Fallschirmjäger bereiten sich das ganze Jahr auf alle denkbaren Einsätze vor. Dazu müssen sie natürlich auch ihre Sprünge beherrschen, auch wenn es dabei direkt in Gewässer geht. Hier üben sie das rechtzeitige Lösen vom Schirm und retten sich so vor dem Ertrinken. Sonst endet die Mission, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ein Obergefreiter macht sich fertig zum Gefecht. Ein Jahr ist er bei den Fallschirmjägern. Es macht ihm Spaß. Zusammen mit seinen Kameraden wird er heute den Angriff in bewaldetem Gelände üben. Die Fallschirmjäger sind Kampftruppe. Das beweisen sie vor allem in Afghanistan. Meine Kameraden würden halt auch genauso wie ich auch gehen. Und das ist halt genau eine Sache. Dafür sind wir hier. Das ist mein Job. Und jeder, der zur Bundeswehr geht, der weiß auch eigentlich, dass man sich darauf eingelassen hat. Und dann denke ich, ist es auch richtig, da mit den Kameraden, mit denen man übt, trainiert, das auch durchzuziehen. Alle, die hier ausgebildet werden, sind hoch motiviert. Viele von ihnen stellen sich als freiwillig Dienende den hohen Anforderungen der Fallschirmjägertruppe. Sturm 2 hier sammeln, wenn fertig! Hier links hin. Die Fallschirmjäger sollen eine Stacheldrahtsperre überwinden, um anschließend eine nahe Ortschaft anzugreifen. Ein Oberfeldwebel hat das Kommando. Hier hinter. 10 Meter, links die Seite, die Einbruchstelle. Wir springen rüber, du erster Mann, du zweiter, ich dritter. Dann gehen wir vorne in die Hütte, 50 Meter hier vorne. Sie werfen Nebelgranaten, um bei dem nun folgenden Sturmangriff kein leichtes Ziel abzugeben. Die anderen werden Feuerschutz geben. Schüsse aus der Granatpistole sprengen Zugänge in das Haus. Leichte Fallschirmjägergruppen sind meist zu Fuß unterwegs und verfügen deshalb nur über leichte Waffen wie Panzerfaust, Sturm- und Maschinengewehre. Los, zügig in Fallstellung gehen. Trotzdem ist die körperliche Anstrengung für den Einzelnen enorm, gerade wenn die Soldaten über längere Strecken laufen müssen. Der hier geübte Waldkampf ist neben dem Orts- und Häuserkampf Teil der Spezialgrundausbildung, kurz SGA genannt. Wenn man gerade aus der Grundausbildung rauskommt, seine erste Beförderung hinter sich hat, dann ist man eigentlich froh, das erstmal geschafft zu haben. Aber dann ist es natürlich damit nicht getan. Da kommt halt noch mal die SGA und da muss man natürlich dann auch noch mal ein bisschen beißen. Ist halt auch nicht mal ganz leicht, aber es ist alles machbar. Auf solchen Übungen werden die Soldaten mit allen möglichen Szenarien konfrontiert. Beim Angriff ist ein Fallschirmjäger schwer verwundet worden, Unterschenkelabriss. Der Sanitäter überprüft weiter, nachdem er das Bein abgebunden hat. Er wird keine Wunden. Die Erstversorgung des Verwundeten müssen alle Soldaten beherrschen. Bei einem Kampfauftrag kann es jeden treffen. Dann geht es oft um Sekunden. Pass auf, ein Bravo-Patient, arterielle Blutung, gestoppt. 2 weitere Leute zum Abtransport, okay? Die sollen sofort hier hinkommen und Medivac anfordern für einen Bravo-Patienten, okay? Präzise Anweisungen. Der Verwundete vom Bravo-Zug muss so schnell wie möglich in ein Lazarett gebracht werden. Dazu haben sie einen Helikopter angefordert. Auf 3, seid ihr dran? Danny und ich laufen voran. 3, 2, 1 und los. Das wäre geschafft. Die Kämpfe um die Ortschaft dauern unterdessen weiter an. Auch der Obergefreite ist wieder dabei. Bei den Fallschirmjägern ist eben kein Tag wie der andere. Ja, der eigentliche Höhepunkt war so der erste Sprung auf dem Springerlehrgang. Das war schon das Highlight bis jetzt in der Laufbahn. Bad Zwischenahn im Sommer 2012. Eine Bell UH-1D der Heeresflieger startet zu einem Rundflug. Gleich wird sie 4 Fallschirmjäger absetzen. Genau hier über dem Zwischenahner Meer. Heute ist Sprungdienst. Die Fallschirmjäger absolvieren 4 Pflichtsprünge im Jahr, um fit zu bleiben. Allerdings ist das kein alltäglicher Absprung, sondern ein Notlandeverfahren. Ziel ist es, sich rechtzeitig vom Fallschirm zu lösen, um von ihm nicht unter Wasser gezogen zu werden. Auch diese Frau, sie ist Oberleutnant. Das Training ist eine willkommene Abwechslung.
Ich bin jetzt seit 8 Jahren Fallschirmspringer und bin jetzt seit 8,5 Jahren ungefähr dabei. Mein Auftrag ist eigentlich Luftlandunterstützung, also wir unterstützen die Fallschirmjäger. Im Januar werde ich in Einsatz gehen nach Afghanistan als Verbindungsoffizier für ein halbes Jahr. Bis hierhin bin ich noch ohne Einsatz. Neue Herausforderungen annehmen, sie will dies in Afghanistan tun und Erfahrungen sammeln. Aber auch das Springen hier ist für sie immer etwas Besonderes. Also ich glaube, es ist immer eine Herausforderung, ist, das ist auch gut so. Weil sonst wird man, wenn man Routine hat, wird man nachlässig und dann macht man Fehler. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man immer sich konzentriert und es halt jedes Mal was Besonderes ist. Mit dem nächsten Hubschrauber ist sie an der Reihe. Ihre Gruppe macht sich auf zum Luftfahrzeug. In Afghanistan springen Fallschirmjäger und Luftlandeunterstützungskräfte nicht aus Hubschraubern oder Flugzeugen. Dort sind sie meist als Kampftruppe oder Ausbilder eingesetzt. Hier trainieren sie für ihren eigentlichen Auftrag. Der bedeutet Einsatz in unbekanntem Gelände, Durchhalten und Überleben unter widrigsten Bedingungen. So auch bei einer unerwarteten Landung im Wasser, im Hinterland des Feindes. Was ist zu tun? Man macht bereits in der Luft seinen Brustgurt auf, der also den Fallschirm, sozusagen dieses Geschirr, das ich anhabe, oben zusammenhält. Und man macht diese Reserve auf einer Seite ab, dieser Reserveschirm, den man öffnen würde, wenn der Fallschirm irgendwelche Probleme hätte. Den drückt man nach unten, dass er nicht ins Gesicht haut. Und in dem Moment, wo ich mit den Füßen ins Wasser gehe, öffne ich unten meine Beingurte. Und dann bin ich sozusagen komplett getrennt von diesem Geschirr, das mein Fallschirm hält. Und das weht dann davon und ich bin dann als Schwimmer ganz normal im Wasser unterwegs. Jetzt ist auch der weibliche Oberleutnant im Zwischenahner Meer gelandet. Hier kommen wenigstens Teams auf Schnellbooten zur Hilfe, wenn das Geschirr mit dem Fallschirm doch nicht rechtzeitig abgestreift werden konnte. Einem ihrer Kameraden geht das so. Auch alle anderen werden wieder eingesammelt, müssen nicht selbstständig zum Ufer schwimmen. Dies wäre bei einem Kampfauftrag ganz anders, da ist jeder dann auf sich allein gestellt. Welche Einsätze auf die Soldaten noch zukommen werden, wissen sie natürlich nicht im Voraus. In Afghanistan stellt die Luftlandebrigade 31 für das Jahr 2013 ein Kontingent von 500 Soldaten. Ob Fallschirmjäger auch an Brennpunkten in anderen Ländern benötigt werden, wird die weltpolitische Lage zeigen. 2011 haben sie etwa deutsche Staatsbürger während der Kämpfe in Libyen evakuiert. Von diesem Sammelpunkt einer schwimmenden Insel steigen die Springer in die Boote und werden zum Ufer gebracht. Schwimmen muss niemand, auch hier gibt es den komfortablen Shuttle-Service. Aber um Langstreckenschwimmen geht es bei dem Notlandeverfahren gar nicht. Heile am Ufer angekommen ist auch der weibliche Oberleutnant. Ich war am Tür und bin als Türspringer gesprungen. Es war ein Traum, als erste Springerin gleich raus. Es war einfach schön. Über 200 Soldaten haben heute ihren Pflichtsprung absolviert. Jeder kann nur einmal springen, denn die Kapazitäten und Flugzeiten der Helikopter sind begrenzt. Ortswechsel auf dem Übungsplatz Oberlausitz. Ein Trupp der Fallschirmjäger überprüft eine Brücke. Keine Sprengfallen, keine sichtbaren Beschädigungen, also gangbar, werden die Soldaten gleich dem Spähtrupp melden. Meine Absicht ist es jetzt, mit der Charlie 1 weiter anzusetzen und oben erstmal aufzuklären, wie weit wir jetzt nach vorne können. Hier sagen wir Punkt 1. Der Führer des Spähtrupps, ein Oberfeldwebel, soll feindliche Kräfte ausfindig machen. Mit 2 gepanzerten Kettenfahrzeugen vom Typ Wiesel rücken sie vor. Und schon nach einigen wenigen Metern wird feindlicher Beschuss simuliert. Eine geeignete Stellung mit gutem Sichtfeld suchen, dann die 20mm Kanone auf erkannte Ziele richten und Feuer. Die Wieselbesatzungen gehören zu den schweren Kompanien der Fallschirmjäger, die Infanteriekräfte im Gefecht unterstützen. Bei einer Luftlandung würden der Oberfeldwebel und sein Trupp je nach Lage per Hubschrauber abgesetzt werden. Der mechanisierte Spähtrupp mit Kampfauftrag ist eigentlich ein sehr schwerer Auftrag, weil man ja definitiv auch mit Feind zu rechnen hat. Wir haben ja den Auftrag, ihn zum Feind herzustellen. Das ist Kampfauftrag und dieser hat zur Folge, dass wir halt auch im Gefecht stehen werden. Dass wir die Flug zum Feind wieder aufbauen und demzufolge müssen wir halt kämpfen. Und da ist halt auch mit Ausfällen und Verwundeten zu rechnen. Auch dieses Szenario ist
keine Übung für Afghanistan. Dort sind nämlich keine Wiesel mehr eingesetzt. Besser geschützte Fahrzeuge sind stattdessen an ihre Stelle getreten. Auch die Ziele sind ganz andere. Mit Sprengmunition werden hier Schützenpanzer bekämpft. Einen solchen Einsatz gibt es noch nicht. Trotzdem müssen die Wieselbesatzungen auf alle möglichen Gefechtssituationen vorbereitet sein. Der Trupp setzt seinen Auftrag fort. Im Schlepptau hat er einen Geländewagen Wolf für den ständigen Munitionsnachschub. Und so sehen die Ziele hier auf dem Truppenübungsplatz aus. Bei erfolgreicher Bekämpfung klappen sie um. In der Senke gibt es wieder Feindkontakt. Der Munitionstrupp hält erstmal sicheren Abstand. Der Kommandant des zweiten Wiesel zündet eine Nebelgranate und weicht in eine übersichtlichere Stellung aus. Gleich wird er den Feuerkampf aufnehmen. Ganz hinten auf dem Hügel fällt links der Häuser die Klappscheibe eines Schützenpanzers. Erfolgreich bekämpft. Die Sichtverhältnisse könnten heute allerdings besser sein. Immer wieder erschwert starker Regen das frühzeitige Erkennen der Ziele. Dann kommt es besonders darauf an, eine geeignete Stellung zu wählen. Für die hier übenden Wieselbesatzungen auf Spähtrupp im Feindesland ist es aber insgesamt gut gelaufen. Auswertung des Zugführers. Den Auftrag halte ich für voll erfüllt, weil die Führung wird recht zügig zum Feind aufgebaut und gehalten. Stärken waren ganz kleine Führung und im Feuerkampf gewesen. Schwächen war bei dem einen oder anderen halt in der Annäherung wie bei der Stellungswahl. Aber der Feuerkampf sehe ich als sehr positiv und als große Stärke des Zuges und der Gruppe halt. Drei Beispiele von Soldaten, die täglich im breiten Aufgabenspektrum der Luftlandebrigade 31 bestehen müssen. Ob als leichte Infanterie im Kampf in schwierigem Gelände oder als Feuerunterstützung auf ihren Spezialfahrzeugen bei einer Luftlandung. Die Anforderungen an die Soldatinnen und Soldaten sind sehr hoch, ebenso wie ihre Belastung im Einsatz. Dafür üben sie das ganze Jahr über, selbst wenn manches Szenario auch unvorstellbar bleibt. Aber eines ist sicher, sie müssen fit sein, denn sie bleiben in Kampf- und Kriseneinsätzen immer die Kräfte der ersten Stunde.